Das schöne rote Haar ist von der Mutter. Von meiner Mutter. Meine Mutter war Schwedin. Mein Vater hat meine Mutter in Kitzbühel kennengelernt. Da war sie als Model engagiert für einen Friseursalon. Und so ist das dann zu der Schwangerschaft dann auch gekommen. Ich bin der Sohn. Und wie man unschwer erkennen kann, habe ich in zweiter Linie dann die Augen meines Großvaters übernommen. Und Zangengeburt, und dadurch wurden die Augen noch mal ein bisschen beschädigt. Ja? Also, da kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, aber die Scheine zählen, das macht man mit den Fingern. Da braucht man keine Augen. Ich kann also blind, kann ich Geld zählen. Diese Eigenschaft ist nicht so weit verbreitet auf der Welt. Und wenn sozusagen das Land, das Vaterland, ja, zum Beispiel in Not ist, in Finanznot, dann legt das Schiff ab. Ja, ist die einzige Möglichkeit. Ich meine, was soll ich ein bankrottes, auch wenn es mein Vaterland ist, mein bankrottes Vaterland nähren, wenn das Geld sofort futsch ist. Also das ist so, als würde ich das Geld in einen offenen Vulkankessel schmeißen, der brennt. Also das bringt ja gar nichts. Brauche ich nur loszumachen und mit meinen Schiffen außer Landes, ich habe gar kein Problem. Ich habe die Rechte, überall an Land zu gehen, außer in Libyen. Ich bin ja meistens sowieso auf dem Meer, um das Geld auch flüssig zu halten. Ist ja klar, das Schiff muss immer in Bewegung sein. Ja. Und als Großräder, wenn man da nicht selber irgendwie diese Erfahrung macht, auch auf dem Schiff zu schwimmen, dann kann man das auch gar nicht verstehen, was da wirklich abläuft. Und so kommt es oft zu Fehlentscheidungen. Also die Räder, die sagen wir mal, nicht mit ihren Schiffen fleischlich verwachsen sind, die scheitern. Wie ist das mit den Tankern? Sie sind da eigentlich in Verruf geraten, die Tanker. Ja, also nicht unbedingt unsere Tanker. Wir haben eigentlich alles doppelwandige. Die Zeiten sind vorbei, wo wir mit einwandigen Tankern, wir haben teilweise sogar dreiwandige Tanker im Einsatz. Und die Einwandigen, teils, also da muss ich wirklich auch China die Schuld geben, den Chinesen die Schuld geben, die natürlich auf... Sehr gefährlich, nicht einwandig. Sehr gefährlich, und die wollen natürlich expandieren, wie es geht, weil es ist ein Riesenland mit unheimlich vielen Menschen, und trotzdem gibt es dort noch Stellen, wo die Menschen leer sind. Ne? Aber ich kann nicht verstehen, dass die Chinesen da nicht selber irgendwie auch einen Riegel vorschieben. Also das darf einfach nicht sein. Einwandige Tanker dürfen nicht mehr sein heutzutage. Aber manchmal die dreiwandigen, das bedeutet also, die erste Wand rostet, ja, die zweite Wand. Wir haben eine größere Wand Wasserverdrängung sowieso, auch mit einer dreiwandigen. Und es ist weniger Kapazität auf dem Schiff. Wir haben eine Einbuße von über 80.000 Litern, aber was ist das schon? Das ist doch nichts. Ja, gut, nochmal darauf zurück. Die erste Wand rostet, und wenn die durchgerostet ist, dann kann man die natürlich ersetzen. Dann ist die zweite Wand wird geprüft. Wie macht man das? Oder Leinwand? Nein, komplett werden neue Teile eingebaut. Ne? Neue Teile eingebaut, ja. Nicht mit Elektroschweiß, sondern mit Mi'kmaq. Ne? Was macht man mit Geld heute, wenn also jemand wie Sie, der ja sozusagen global vernetzt ist, nicht? Ja? Und die Möglichkeit hat, ja, mit den Tankern, den Spielbanken, was haben Sie noch in Ihrem Besitz? Naja, nicht der Rede wert. Einige, das sind ein paar Derbyplätze, also für Pferderennen, drei Fußballstadien, davon ein ganzer Verein. Klar, das sind Liebhabereien. Das ist, wenn man so viel Geld hat, dann will man natürlich auch ein bisschen Spaß haben. Und wenn einem dann ein Fußballclub gehört, da ist Rod Stewart nicht alleine. Das gibt auch noch andere, oder Elton John, zum Beispiel auch mich. Ich will mich da nicht, sagen wir mal, prominent raushängen. Mich kennt keiner. Man weiß ja gar nicht, wer ich bin, wo ich bin und so. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass ich existiere. Und ich bin ja dankbar für das viele Geld, das ich geerbt habe. Ich habe es mir noch nicht mal erarbeiten müssen. Das ist ja das Irre daran. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Onassis heiße. Ja, richtig, so ungefähr. Ne? Und Sie heißen ja in Wirklichkeit, nennen sich nach der Mutter. Nach der Mutter, ja. Ja, Kühlscheid.
Das ist ein schwedischer, urschwedischer Name. Urschwedischer Name, Kühlschwei. Kühlschei. Ja, Kühlschei. Kühlscheid, eingedeutscht, Kühlscheid. Wir sind lange in Baden-Baden auch gewesen. Ich bin dort aufgewachsen, ich habe dort die Schule besucht. Und wo würden Sie jetzt Geld anlegen? In Silber, Gold, Platin? Nein. Immer Dampfer. Müll. Müll ist der Trend. Mhm. Müll. Aber nicht der wiederverwertbare, sondern der echte Müll, also den man nicht mehr gebrauchen kann. Das ist Trend. Das wird eines Tages, das wird die Kunsthäuser erobern. Sie hören gerade, dass ich mich der Kunstwelt öffnen möchte. Und für mich ist das Kunst. Müll oder Batterien. Batterien. Altbatterien. Altbatterien. Gebrauchte Batterien. Gebrauchte Batterien, Altbatterien, ja. Blei, Cadmium, alles. Ja. Ich kann nur den Tipp geben, wer viel Geld hat, hat auch viel Geld. Und deshalb muss er dieses Geld auch nicht unbedingt benutzen. Also es ist nicht so, dass da ein Zwang hintersteht, dass man das Geld jetzt benutzt. Denn wenn man sobald man Geld benutzt, dezimiert es sich von selber. Ja? Das ist das Wichtige. Das heißt, wenn man jetzt viel Geld hat, dann muss man nicht denken, oh, jetzt gehe ich mal schön in ein Restaurant und esse ein teures Stück Kuchen oder solche Sachen. Das sind Sachen, die dann flach fallen. Also im Grunde genommen, die Milliarden, die Sie geerbt haben, können Sie ja sowieso nicht essen. Ja? Nein. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten das essen. Ja, aber stellen Sie sich vor, ich würde von den Milliarden, von den vielen Milliarden, die ich habe, die ich besitze, würde ich auch nur einen Cent ausgeben, dann ist doch da, dann man merkt doch völlig das Schwinden des Geldes, das zerfällt doch. Das ist doch nicht mehr aufzuhalten, der Prozess. Irgendwann steht man da und hat nur noch 10 Milliarden. Das ist ja furchtbar. Aber mit einem Cent können Sie doch gar nichts kaufen. Was kann man für einen Cent kaufen? Auch mit einem Cent kann man schon kaufen. Ja, man kriegt zwei Bonbons für einen Cent zum Beispiel. Ja. Die kleinen silbernen. Aber da muss man sich einfach beherrschen. Muss man schon suchen. Ja, also man muss sich beherrschen. So ein Schnäppchen, ja. Ja, man muss sich trotzdem beherrschen, auch wenn es noch so ein Schnäppchen ist. Ich gehe vorbei an Kiosk, da sehe ich diese leckeren Bonbons. Mir juckt es im Portemonnaie. Ich will Geld ausgeben und da muss ich sagen, nein, hier wird nichts ausgegeben. Wenn Sie hier hätten Geldvorräte und dort hätten Sie Ölvorräte und dort hätten Sie Goldvorräte und dort hätten Sie Bergwerke. Ja, habe ich doch. Also würden Sie alles das haben? Ja, ich hab's ja. Das ist ja das Dilemma eigentlich auch. Das zieht hinter Ihnen her, ja. Wie eine Hammelherde. Ja, werden Sie gar nicht erst los. Mhm. Ne? Ja. Oft schon haben Sie nachgedacht. Sie wissen ja gar nicht, wie viel Verantwortung man hat, wenn man so viel Geld hat. Nicht über andere Menschen oder so oder für andere Menschen, sondern für das Geld. Wir sehen da jetzt den Effekt, wenn verantwortungslos mit Geld umgegangen wird. Allein in meinem Vaterland, in Griechenland. Und demnächst werden auch andere Länder merken, dass es nicht richtig war, verantwortungslos mit Geld umzugehen. Geld darf man nicht ausgeben, sonst dezimiert es sich. Geld muss liegen. Ich will einmal ein Beispiel nennen. Als ich ein Kind war, bekam ich ein Sparbuch geschenkt. Und auf diesem Sparbuch waren 10 D-Mark, deutsche Mark. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen. Ja. Und 30 Jahre oder 35 Jahre später bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, ich möchte mein Sparbuch auflösen und ich würde gerne wissen, wie viel Zinsen ich bekommen habe. Dann ist sehr lange gerechnet worden und ich musste 104 D-Mark bezahlen. Dafür, dass ich sehr lange dieses Sparbuch bei der Bank hatte. Weil die Bearbeitungsgebühren haben praktisch die Zinsen aufgefressen. Also ein negativer Zins. Ein negativer Zinssatz. Und dieses Sparbuch habe ich aufbewahrt. Als Warnung. Als Warnung. Niemals in einem Sparbuch sparen. Niemals in einem Sparbuch sparen. Ja. Niemals die Werte als Papierrechnung, als Verrechnung, als aufgeschriebene Werte, sondern das, was man anfassen kann, das ist es. Also das ist das Geld. Das Schiff,
Das Geld selber, das kann man anfassen. Das Schiff, das Haus. Der Chip in der Spielbank. Der Chip in der Spielbank. Während, wenn man das Geld der Bank gibt, dann nagt die so lange daran, bis es weg ist. Tut man es aufs Sparbuch, wird es irgendwann negativ. Ja? Zeigt man es dem Staat, nimmt der mit der Steuer alles weg. Ja? Und selber, wie merkt man die Inflation an den Scheinen? Die Scheine werden dünner, schmaler, dünner. Das Papier. Bis sie nicht mehr da sind. Genau. Eines Tages sind sie weg. Könntest du zum Beispiel, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auf jeden Dezember kommt wieder ein Mai. Kannst du das spielen? Nee. Nee. Kann ich nicht. Ich bin einfach nur ein Reder. Ich habe mit Musik nichts am Hut. Ich bin zwar auf Partys manchmal zugegen, aber auch nicht so oft. Ich bin bei den Grimaldis. Ja, ja. Klar, da bin ich öfter eingeladen. Schon als Achtjähriger damals so ein kleines Klavierkonzert gegeben, ja, weil die Mutter so ehrgeizig war auf Klavierstunde. Dadurch verlernt man das Notenlesen vollkommen. Also gerade dadurch, dass ich so getriezt wurde, habe ich irgendwann gesagt, nee, ich mache das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr der Clown der Familie sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesen Gichtfingern, die man so hat im Alter, dann über die Tasten schweben, das ist auch sehr lästig. Ja? Es holpert auch sehr. Ja? Also ich kriege das nicht mehr hin, so ein Dreiklang oder sowas, ja, nicht? Ich muss immer mit den krummen Fingern. Ja. Aber ich musste dann natürlich auch nach einer Zeit meine Stiefoma begleiten, weil sie schon etwas älter war und so. Und dann konnte ich dann gar nicht mehr Klavier spielen. Dann hörte ich auf. Ne? Ich wollte aber auch am Familienleben teilnehmen, ne? Und es nimmt ja auf den Frachtern und den Tankern viel zu viel Platz weg, wenn man da ein anständiges Klavier hat. Stattdessen kann man ja schon wieder 5 Ölkannen dahinstellen. Ja.